alt. Hoffentlich halten sie eine Weile. Ich versuche mal, die Bretter herauszubrechen. Keine Ahnung, wo sie hinführt, aber vielleicht kann ich mich hindurchquetschen. Wenn es nur nicht so dunkel wäre. Leiche eines Soldaten. Er muss beim Einsturz gestorben sein. Einige Teile der Uniform sind nicht verrottet. Da ist etwas in der Brusttasche. Ein kleiner Schlüsselbund. Der Mann wurde von diesem riesigen Felsblock erschlagen. Verfaulte Bretter, verschiedene Kanister und anderer Müll. Die Aufschrift des Kanisters da drüben ist lesbar. Öl. Er scheint unbeschädigt zu sein. Vielleicht ist sogar noch Öl drin. Zu weit weg. Ich kann sie nicht erreichen. Ich habe den Haken am Seil festgemacht. Der Kanister fällt zwar bald auseinander, aber es ist noch etwas Öl darin. Selbst nach all den Jahren im Schmutz ist sie noch sehr gut erhalten. Ich würde sagen, sie ist aus Silber. Dieses hier lässt sich nicht bewegen. Es klemmt. Es ist kein Tropfen mehr in dem Ölkännchen.
habe das Ölkännchen mit Öl gefüllt. Hier drin ist es stockfinster. Ich kann rein gar nichts sehen. Verdammt! Die Glühbirne muss durchgebrannt sein. Der Form nach zu urteilen, muss es eine Art Lampe sein. Ich kann zwar nicht viel sehen, aber es scheint ein wenig Kerosin darin zu sein. Hoffentlich wird es eine Weile halten. Dieser riesige Generator muss den gesamten unterirdischen Komplex mit Strom versorgt haben. Mit ein bisschen Glück könnte er noch funktionieren. Der massive Motor des Generators scheint auch nach all den Jahren in einem guten Zustand zu sein. Wofür könnten sie so viel Energie gebraucht haben? Das ist wahrscheinlich die Hauptsteuerung für den Brennstoffzulauf. Es klemmt. Ich kann es kein bisschen bewegen. Es klemmt. Ich kann es kein bisschen bewegen. Immer noch nichts. Es funktioniert. Damit werden die Lampen in den Gängen ein- und ausgeschaltet. Hauptgang. Rechts zum Archiv, links zum Lagerraum. Abgeschlossen.